auch, freuen Sie sich damit an, freu dich aufs Alter werden. Ich schreibe gerade mit Tobias Esch ein Buch, der ist Professor, der hat sich ganz viel mit der Frage, was Neurobiologie des Glücks und Selbstheilungscode beschäftigt. Und der hat eine ganz spannende These. Er sagt nämlich, nach 50 geht das Leben nochmal bergauf mit der Zufriedenheit. Zufriedenheit, wenn es im Herbst kommt, dann kommen wir gerne, weil die These ist in meinen Augen revolutionär. Die meisten Leute verbinden mich mit dem Älterwerden immer nur ein Abnehmen von Fähigkeiten. Die denken, ach, man muss ewig 17 sein. Muss man überhaupt nicht. Die meisten Leute sind zufriedener in der zweiten Hälfte des Lebens, oder? Stimmt. Ja. Ja, guck mal hier. Ist das so, ja? Reden wir uns das jetzt nicht gerade so ein bisschen schön? Also nee, ich muss ehrlich sagen, also wenn die irgendwann so die eigene Endlichkeit langsam bewusst wird, ja, ich finde schon, dass das ein schmerzhafter Prozess ist. Und man muss sich damit, allen Leuten alles beweisen. Ich finde, das ist auch eine Erleichterung. Das ja. Das hängt natürlich auch an der persönlichen Lebensgeschichte, wie die Dinge für dich gelaufen sind und so weiter. Ja. Du wirst gelassener, du wirst erfahrener, du kannst mehr über Dinge lachen und dich weniger runterziehen. Also nicht einfrieren lassen, meinst du, ja? Nee.